Ich begrüße euch ganz herzlich bei der Stiftung für Bären. Wir sind ein gemeinnütziges Tierschutzprojekt, welches sich den drei großen Beutegreifern Bär, Wolf und Luchs verschrieben hat. Wir betreiben zwei Tierschutzprojekte in Deutschland, den einen Park seit über 20 Jahren in Worbis, das andere Projekt seit genau 10 Jahren hier im Schwarzwald. Wir befreien Tiere aus schlechten Haltungen, aus Zoos, Tierparks, privaten Haltungen und geben ihnen hier eine naturnahe Möglichkeit, in ihre Wildnis zurückzufinden, wo sie wieder zum Bärsein, Luchssein oder Wolfsein zurückfinden können. Das könnt ihr als Besucher hier live erleben, vor Ort, selbst erfahren und mit vielen Gedanken mit nach Hause nehmen. Ja, also der alternative Wolf- und Bärenpark hier im Schwarzwald ist ein Tierschutzprojekt, ein gemeinnütziges, und wir sind kein Zoo. Und das ist uns ganz arg wichtig, denn all unsere Tiere hier bei uns, die stammen aus schlechten Haltungen, die haben ganz schlechte Schicksale erlebt, kommen zum einen aus dem Zoo, aus Tierparks, aber auch aus dem Zirkus, aus Deutschland viele Tiere, aber auch aus dem Ausland. Und wir wollen ihnen hier einfach bei uns wieder ein Stück Natur zurückgeben und den Tieren wieder das ermöglichen, Wildtier zu sein und sich auch wie ein Wildtier zu verhalten. Da gehört zum Beispiel auch die Nahrungssuche dazu. Deswegen gibt es bei uns auf unseren 10 Hektar Waldfläche, ja, müssen die Tiere Nahrung suchen. Klar, der Wald gibt nicht alles her, deswegen müssen wir zufüttern. Und das machen wir aber an unterschiedlichen Zeiten und immer an unterschiedlichen Plätzen. Wir werfen das Futter einfach von außen über den Zaun und so verteilt sich das über die gesamte Anlage. Und die Tiere müssen wieder ihre Nase einsetzen und auf Nahrungssuche gehen. Vor allem essen die Bären Gemüse und Obst, sind zu 80% Vegetarier. Die 20% füllen sie auf mit Fleisch oder Insekten, proteinreicher Nahrung. Vor eurem Besuch bei uns könnt ihr auch gerne Führung buchen. Bei der erfahrt ihr ganz viel spannende Dinge zum Thema Wolf, Bär und Luchs und auch ganz besondere Dinge über die Schicksale unserer Tiere, weil ja jedes Tier sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Und da erzählen wir euch in 2 Stunden alles, was ihr wissen wollt zu den Tieren. Kommt zum Entdecken zu uns ins Wolftal und zu uns in den alternativen Wolf- und Bärenpark. Wir freuen uns auf euch.